Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo zu diesem neuen Video. Und heute bin ich im Urlaub in Bulgarien und heute ist tatsächlich auch der letzte Tag, an dem ich das Video aufnehme. Vorher habe ich einfach viel gestreamt und den Urlaub genossen und muss jetzt aber, bevor ich zurück nach Berlin fliege, heute nochmal ein kleines Video aufnehmen. Vorab, ich stelle mich jetzt hier extra hin, um einen schönen Hintergrund zu haben. Ich habe einen leichten Sonnenbrand gehabt, deswegen möchte ich mich ranhalten und nicht zu lange in der Sonne stehen. Und ich zeige euch einfach mal, vielleicht habt ihr es auch schon im Titel gelesen, was ich heute gekauft habe und teste. Und zwar gibt es in Bulgarien noch einige, oder habe ich hier in Bulgarien gesehen, dass es noch weitere Fusti-Sorten gibt. Ich weiß nicht, in welchen Ländern es noch gibt, auf jeden Fall hier in Bulgarien ebenfalls. Einmal habe ich hier Fusti Green, also mit Green Tea quasi, Fusti Strawberry und Aloe Vera. Also, dann habe ich hier Mango und Pineapple, was mein persönlicher Favorit ist, also denke ich, weil ich Mango ganz nice finde, aber vor allem Pineapple, also Ananas, extrem liebe. Und wir haben hier als letzte Sorte Cherry und Holunder. Und ich fange einfach mal an. So, wir machen noch schnell ein Thumbnail. Okay, perfekt. So, ich würde sagen, wir fangen an mit Cherry und Holunder, also Kirsch-Holunder. Was ziemlich interessant klingt für so einen Eistee. Groß. Wirklich schön hier. Mir hat es auch sehr gefallen. Ich bin hier in so cool. Bezahlt habe ich, glaube ich, so zwischen 80 Cent bis 1 Euro. Jetzt zahlt man mit einer anderen Währung, nämlich mit Lever. Und der ist schön kalt. Hat nur sehr leichten Geschmack, also es ist wie Eis hier halt etwas dünner einfach. Schwer zu sagen, also ich hätte gedacht, dass hier der Kirschgeschmack sehr, sehr intensiver, also viel intensiver ist. Es schmeckt so leicht, ja, so ein bisschen dünn und man schmeckt den Holunder auch nicht so extrem krass raus, würde ich sagen. Also es schmeckt so nach wässrigem Kirschwasser vielleicht irgendwie. Mit so einem kleinen Schuss Holunder vielleicht, aber das schmecke ich jetzt nicht so extrem raus. Also auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, 10 ist gut, 1 ist schlecht, würde ich dem, ich weiß nicht, 5 Punkte geben, also 5 von 10 Punkten. Weiter geht's mit meinem eventuellen Favoriten, und zwar Mango und Pineapple. Das ist ein Schwarztee einfach, Black Fusti Mango and Pineapple. Man schmeckt die Mango extrem raus. Pineapple kommt so, also die Mango ist am Anfang extrem intensiv und danach kommt so ein leichter Ananas-Flavor, so ein leichter Ananas-Geschmack. Das finde ich extrem lecker, also dem gebe ich auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, 10 ist gut, 1 ist schlecht. Ja, ist gut. Könnte man auf jeden Fall öfter mal trinken. Aber ich bin so im Zweifeln zwischen, ich würde sagen 8,5 von 10 Punkten gebe ich dem Tee. Und jetzt bin ich gespannt, wie Strawberry und Aloe Vera schmeckt. Das ist auch ein Green Tea, by the way. Obwohl, ne, beide waren Black Teas und das ist Green Tea, richtig. Ganz durcheinander. Okay. Er ist auch durchsichtig, oder so leicht, ja doch, durchsichtig. Aloe Vera, interessant. Ja, schmeckt so ganz leicht wie diese Aloe Vera Getränke, aber nicht so extrem intensiv. Und ja, Erdbeer schmecke ich da so. Ja, doch, es schmeckt schon, man schmeckt schon diesen künstlichen Erdbeergeschmack irgendwie. Also dem gebe ich auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten. 10 ist gut, 1 ist schlecht. 6 von 10 Punkten. Also ich fand die Sorten ganz nice. Das war tatsächlich mein Favorit. Und ja, ich finde es immer ganz, ganz schön, so neue Produkte zu testen. Ich mag jedoch von Fusti Zitrone am liebsten persönlich. Das Ganze war keine Werbung. Lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.